So, hallo und herzlich willkommen zu unserem achten, siebten Livestream hier im Kurs Einführung in die objektorientierte Programmierung an oder von der Uni Regensburg. Wie immer, wenn Sie da sind, schreiben Sie doch kurz was in den Chat, sagen Sie Hallo und sagen Sie mir vor allem auch, ob Sie mich gut verstehen und sehen können und dann können wir auch gleich loslegen. Was haben wir heute vor? Wir beschäftigen uns heute mit der praktischen Anwendung von dem, was wir in der Vorlesung uns ganz am Ende kurz angeschaut haben, nämlich dem Abfangen von Eingabe-Events in der Graphics-App und dem Reagieren auf diese Eingabe-Events. Heißt, wir setzen heute dieses Konzept von eventbasierter Programmierung in die Praxis um und wir schaffen damit dann den Sprung, diese letzte kleine Hürde, die wir noch überwinden müssen, bevor wir in Anführungsstrichen richtige Anwendungen bauen können. Bis jetzt haben wir eher so kleine Animationen implementiert, Programme, die zwar was gemacht haben, aber mit denen man als Nutzer, als Nutzerin nicht so viel anfangen konnte. Und jetzt, dadurch, dass wir plötzlich die Möglichkeit haben, mitzubekommen, wo klicken denn unsere Nutzer und Nutzerinnen hin, welche Tasten werden gedrückt, können wir jetzt tatsächliche Interaktionskonzepte auch umsetzen. Ich habe dazu ein kleines Beispiel mitgebracht. Wir werden das bestimmt nicht komplett implementieren, aber wir werden auf jeden Fall anfangen. Und wenn Sie möchten, können Sie sich das wie immer gerne auch runterladen. Ich poste nochmal den Link in den Chat rein. Augenblick. Das müsste der richtige Link sein. Dann können Sie sich das Starterpaket runterladen und das schon mal in IntelliJ aufmachen. Und während Sie das machen, schauen wir uns ganz kurz auf einem Bild an, was wir vorhaben. So. Einmal mein Whiteboard geholt. Was ich mit Ihnen implementieren möchte oder was ich zumindest anfangen möchte zu implementieren, ist, ich kann das auch mal versuchen, ein bisschen größer zu machen. So, diese kleine Spielidee. Sie sehen diese rote Spielfigur. Oh, ich sehe gerade im Chat, da habe ich wohl einen Link falsch gesetzt. Mache ich gleich nach der Übung. Da aktualisiere ich den Link in Grips und Sie kriegen das dann. Also erinnern Sie mich vielleicht am Ende nochmal dran, dann mache ich das ganz sicher. Heute machen wir eine neue Aufgabe. Wir implementieren dieses kleine Spiel. Aufgabe von den Spielern und Spielerinnen ist es, diese Spielfigur, dieses rote Rechteck über den Bildschirm zu bewegen. Und Sie ahnen es wahrscheinlich schon, was man tun soll. Man fängt diese kleinen runden Kreise auf oder ein, die sich da den Bildschirm runter bewegen. Und was wir machen werden, und ich schiebe mal ganz kurz das Video an die Seite, wir schauen uns das Ganze. Wir schauen uns das Ganze mal hier in dem Bild an. Was wir machen werden, ist, wir werden diese kleine Spielfigur hier mit den Pfeiltasten steuerbar machen. Was ich machen möchte, ist, ich möchte darauf reagieren, dass die Nutzer und Nutzerinnen die Pfeiltasten nach rechts und nach links drücken und jedes Mal, wenn das passiert oder während das passiert, während ich auf die Pfeiltaste nach rechts drücke oder während ich auf die Pfeiltaste nach links drücke, soll diese Spielfigur ihre Position verändern. Das heißt, wenn die Position oder wenn der Draw Loop gerade ausgeführt wird und diese Spielfigur gezeichnet oder aktualisiert wird und eine dieser beiden Tasten gedrückt ist, verändern wir die Position von der Spielfigur entweder nach links oder nach rechts mit einer entsprechenden Geschwindigkeit, die wir noch implementieren werden. Das ist die Steuerung von der Spielfigur. Und was wir dann machen werden, ist, wir werden außerhalb von der Zeichenfläche wieder viele dieser runden Kreise erstellen, die im Draw Loop nach unten bewegen. Und was dann interessant wird, ist die Situation, in der die Spielfigur und einer dieser Kreise sich berühren. Wir werden in jedem Draw Loop versuchen herauszufinden, ob dieser Fall eintritt, also ob die Spielfigur, der Spieler, die Spielerin
eines dieser Kreise, einen dieser Kreise gefangen hat, weil sie die Spielfigur mit den Pfeiltasten auf die gleiche Position bewegt hat wie einen dieser Kreise. Und wenn das so ist, dann zählen wir einen Punkt für die Spieler, Spielerinnen und zeigen das Ganze auch im User Interface an. Also eine ganz, ganz einfache Form von so einem ersten kleinen Spiel. Es geht vor allem um diesen Teil, die Interaktion der Nutzer und Nutzerinnen mit den Pfeiltasten, mit unserer App. Und das möchte ich jetzt mit Ihnen anfangen zu implementieren. Wenn Sie soweit sind, sagen Sie mir mal Bescheid. Haben Sie Starterpaket runtergeladen und entpackt und konnten das starten? Ja, okay. Konzept von dem, was wir jetzt vorhaben, also dieses wunderbar komplexe Computerspiel, was wir jetzt implementieren, ist auch halbwegs verstanden, oder? Also Spielmechanik, Spielfigur bewegt sich auf dem Boden nach links und rechts und wir als Spieler, Spielerin haben die Aufgabe, diese Kreise einzufangen, ist auch klar, oder? Schreiben Sie mir was in den Chat rein. Ja, wenn Sie die Spielmechanik verstanden haben. Nein, wenn ich noch mal ein bisschen was erklären soll. Okay, schaut gut aus. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe das Starterpaket selber schon geöffnet. Ich kann auch mal die Anwendung starten, damit wir sehen, mit was für einer Ausgangslage wir es zu tun haben. Leerer Bildschirm, passiert noch nicht viel. Wir haben wieder diese Farben, an denen wir uns bedienen können im Starterpaket hier. Und ansonsten wird nur die Größe von der Zeichenfläche gesetzt und mehr passiert tatsächlich nicht. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal damit an, dass wir vielleicht so ein bisschen hier aufräumen. Ich würde vielleicht gerne die Größe von meiner Zeichenfläche nicht fest im Code kodieren, sondern an einer zentralen Stelle. Das mache ich wieder mit Konstanten. Sie kennen das Spiel. Private Static Final Int. Window Width für die Breite. Suchen Sie sich irgendwas Schönes aus, was Sie gerne benutzen würden. Ich versuche mal so eine 16 zu 9 Darstellung hinzubekommen. Oder zumindest so eine etwas breitere Darstellung. Das ist vielleicht für ein Spiel, bei dem sich die Spielfigur in der Breite bewegt, keine schlechte Idee. Was ist da eine passende Höhe vielleicht? Sowas. Das ist dann wahrscheinlich 16 zu 10. Wir aktualisieren die Aufrufe, die Parameter von der SetCanvasSize-Methode. Und was wir auch noch schnell erledigen können, damit wir irgendwie eine bessere Grundlage haben, um anzufangen, lassen Sie uns noch die Hintergrundfarbe in einer extra Variable speichern. Background Color. Suchen Sie sich irgendwas aus. Ich nehme mal dieses Grau und diese Farbe, die ich in dieser Konstanten gespeichert habe, damit überschreibe ich den Parameter von der Draw-Background-Methode. Und dann schaut das Ganze, wenn wir es nochmal starten, so aus. Und das ist jetzt die Ausgangslage für unsere Implementierung. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte jetzt dafür sorgen, dass hier unten auf dem Bildschirm diese Spielfigur erscheint, dieses rote Rechteck, da müssen Sie jetzt ein bisschen Fantasie mitbringen. Das ist jetzt unser Spielerobjekt. Sehr unspektakulär, aber das repräsentiert die Position von der Spielfigur innerhalb unserer Welt in diesem roten Rechteck. Und wir wollen dahin kommen, dass wir diese Spielfigur über die Tasten, Pfeiltaste links, Pfeiltaste rechts, bewegen können. Das ist jetzt unser Ziel für heute. Und das Erste, was wir brauchen, ist irgendwie eine Repräsentation von dieser Spielfigur. Wir machen jetzt zwei Sachen, denken Sie dran. Wir zeigen diese Spielfigur an. Also das ist einmal im Draw Loop, dass die Spielfigur immer an ihrer aktuellen Position gezeichnet wird, repräsentiert durch dieses Rechteck. Das ist was, was wir schon können. Das schaffen wir jetzt hoffentlich relativ schnell. Und dann wollen wir dafür sorgen, dass diese Spielfigur darauf reagiert, dass der Spieler, die Spielerin von außen was tut. Das heißt, dass wir eine Methode brauchen, mit der wir diese Spielfigur bewegen können. Wahrscheinlich brauchen wir sogar mehr als eine Methode, weil es ja in unterschiedliche Richtungen geht. Und wir müssen dann
diese Methoden, die die Spielfigur neu positionieren, damit sie dann im nächsten Draw Loop an einer anderen Stelle gezeichnet wird, verbinden mit den Möglichkeiten, die wir haben, um die entsprechenden Tastendrücke in der Graphics App abzufangen. Also zwei Sachen. Erstens Spielfigur repräsentieren mit einem Rechteck auf der Zeichenfläche irgendwo und dann die Bewegung von dieser Spielfigur. Okay. Was halten Sie davon, wenn wir für die Spielfigur vielleicht eine extra Klasse anlegen? Also eine Klasse Player, in der wir alles implementieren, was mit dieser Spielfigur zu tun hat. Stimmen Sie dazu? Ja, nein? Schreiben Sie mal ein bisschen was in den Chat rein. Ich muss hier nicht immer alleine alles nachdenken. Okay. Zumindest eine Person stimmt zu. Dann ist das hiermit angenommen. Und wir erstellen uns eine Player-Klasse. Ich packe die jetzt mal direkt in den SRC-Ordner. Wir können später vielleicht uns nochmal überlegen, wie wir ein bisschen aufräumen, wenn wir vielleicht ein, zwei Klassen mehr haben. Aber jetzt erstmal der Einfachheit halber eine neue Klasse. Die heißt Player. Und die erstellen wir auf der gleichen Ebene, wie auch diese Graphics-App-Klasse Catcher Game ist. Okay, was ist unsere Spielfigur eigentlich? Unsere Spielfigur ist die Repräsentation des Spielers, der Spielerin und wird in unserer Anwendung dargestellt durch ein Rechteck. Jetzt können wir uns überlegen, viel mehr wissen wir noch gar nicht. Wir wissen, dass die sich nach links und rechts bewegen kann. Wir könnten jetzt schauen, können wir irgendwas, was wir in der Graphics-App vielleicht schon kennen, an Klassen nutzen, um Teile oder das ganze Konzept dieser Spielfigur zu realisieren. Fällt Ihnen irgendwas ein, irgendeine Klasse oder sowas, die uns helfen könnte, ein Rechteck auf dem Bildschirm zu zeichnen? Irgendwas, was Sie wahrscheinlich schon häufiger verwendet haben und was genau diese Funktionalität vielleicht beinhaltet. Rectangle ist die Klasse. Und jetzt erinnern Sie sich mal zurück. Die letzte Sitzung in der Vorlesung und auch in der Zentralübung, da haben wir uns über Vererbung und andere Konzepte der Klassenmodellierung unterhalten. Und jetzt wissen wir, wir haben eine neue Klasse Player, repräsentiert die Spielfigur, und wir haben ein Rechteck oder Rectangle, das zumindest die optische Präsentation von dieser Spielfigur, ich habe ja beschlossen, die Spielfigur ist einfach ein Rechteck, eigentlich schon realisieren könnte. Ist das für Sie eine also ist ein Rechteck-Beziehung oder ist die Beziehung zwischen dieser Spielfigur, dieser Klasse, die den Spieler repräsentiert, und diesem Rechteck eher eine hat eine Beziehung, weil unsere Klasse, unsere Player-Klasse, ein Rechteck, eine Instanz des Rechtecks nutzt, um einen Teil seiner Funktionalität zu implementieren. Also vererben oder erben wir von Rechteck oder geben wir dem Player eine Instanzvariable vom Typen Rechteck? Hesse wird vorgeschlagen. Gibt es andere Meinungen oder stimmen Sie dem zu? Wie würden Sie das jetzt modellieren, wenn Sie so eine Klasse implementieren müssten? Jetzt mache ich das ja, aber vielleicht müssen Sie das ja auch mal in der Studienleistung oder so machen. Also, scheint so, als ob es keine Widerrede gibt. Ich würde auch sagen, ist hier die richtige Sache. Wir werden gleich sehen, so viel mehr macht unsere Spielfigur in diesem sehr, sehr einfachen Spiel tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir könnten das ohne Probleme direkt mit der Rechteck-Klasse, mit dieser Rectangle-Klasse lösen. Aber wenn wir inhaltlich darauf schauen und wenn wir schauen, was diese Spielfigur tatsächlich ausmacht, dann ist, glaube ich, die Entscheidung, das über Komposition oder Composition zu lösen, auf jeden Fall richtig. Und deshalb würde ich das jetzt auch so machen. Ich erstelle auf jeden Fall eine Instanzvariable vom Typen Rectangle und da soll die, ja,
Erscheinungen, die optische Repräsentation von dieser Spielfigur gespeichert werden. Ich nenne das jetzt einfach mal Shape. Das ist die Form der Spielfigur. Und diese Klasse Rectangle, die importiere ich aus der entsprechenden, aus dem entsprechenden Bereich der Graphics App. Und das ist jetzt meine Form. Ich mache jetzt noch was Zweites. Ich lege ein paar an Variablen fest oder sage, dass diese Player-Klasse über zwei Variablen verfügt, mit der die X- und die Y-Position von der Spielfigur in der Spielwelt festgehalten wird. Private Float X und Private Float Y. Das mache ich deshalb, weil ich die Position der Spielfigur nicht 100% deckungsgleich mit diesem Rechteck implementieren möchte. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, warum. Am Ende soll die Spielfigur hier unten auf dem Boden sich bewegen und ich würde gerne, dass die X- und die Y-Koordinate von meiner Spielfigur in der Spiellogik, so wie ich sie implementiere, die untere linke Ecke von der grafischen Repräsentation dieser Spielfigur, also von dem Rechteck, repräsentiert. Und Sie erinnern sich, eigentlich ist es ja so, dass in der Graphics App immer bei einem Rechteck, wenn ich das jetzt hier zeichnen würde, hier oben links der Ursprung ist. Das heißt, wenn ich ein Rechteck an der Position 0, 0 zeichne, dann beginnt das hier oben. Wenn ich hier unten ein Rechteck einzeichnen möchte, was diesen Bereich einnimmt, dann muss ich diese X- und Y-Koordinaten ein bisschen versetzen. Ich möchte das hier, diese untere Ecke, als Ursprung für die Position meiner Spielfigur haben. Das heißt, interne Position der Spielfigur und Position der Repräsentation sind nicht deckungsgleich. Wir werden gleich sehen, dass das auch kein so großes Ding ist, das dann umzurechnen. Wir müssen nur diese Y-Koordinate anpassen. Aber weil das die Repräsentation innerhalb dieses Koordinatensystems der Graphics App nicht genau an der Stelle ist, an der auch unsere Spielfigur von der internen Spielmechanik her zu positionieren ist, nutzen wir nicht nur dieses Rechteck, sondern auch dieses Koordinatenpaar. Okay, X und Y und einen Shape und dann erstellen wir uns einen Konstruktor, damit wir diese Spielfigur auch tatsächlich erstellen können. Konstruktor sind diese besonderen Methoden, die aufgerufen werden, um eine Instanz von dieser Klasse zu erzeugen. Wir geben jetzt alle Parameter mit, die wir brauchen, um unsere Spielfigur am Anfang zu initialisieren. Und was sind das so? Vielleicht Float X und Float Y. Einfach nur, wo soll diese Spielfigur hin? Alles andere werden wir jetzt in dem Konstruktor entweder selber generieren oder intern vielleicht durch Konstanten abbilden. Das Einzige, was das Spiel dieser Spielfigur sagen muss, wenn es erstellt wird, ist, wo soll die Spielfigur erscheinen? Und was mache ich jetzt hier drin in dem Konstruktor? Ich speichere mir erstmal die beiden Werte, die ich als Parameter übergeben bekomme, in meinen Instanzvariablen. An dieser Position hier soll die Spielfigur initialisiert werden. Das sind die beiden Instanzvariablen, die diese Spielfigur oder ihre Position repräsentieren. Wir speichern die Parameter, die wir bekommen, wenn das Objekt erzeugt wird, in diesen Instanzvariablen. Soweit noch klar, ist ja nur Wiederholung, oder? Also sagen Sie mir, wenn Sie irgendwas nicht verstehen. Oder sagen Sie mir jetzt, wenn ich Sie frage, ob das soweit klar ist, kurz ja, nein, damit ich Bescheid weiß und weitermachen kann. Okay, schaut gut aus. Dann erzeugen wir uns jetzt, nachdem wir die Position gespeichert haben, auch dieses Rechteck initial, was wir immer benutzen, um die Position von dieser Spielfigur in der Welt zu repräsentieren. Denn diese Spielfigur soll später die Aufgabe übernehmen, sich selber auch zu zeichnen. Und damit das funktioniert, nehme ich mir diese andere Instanzvariable und speichere da ein neues Rechteck rein. Und das speichere ich erstmal an der Position 0, 0. Wo das genau positioniert wird und dass das dann genau an der richtigen Stelle ist, an der ich es auch vermute, das machen wir gleich in einer anderen Methode. Erstmal erstellen wir jetzt einfach nur ein Rechteck, was theoretisch dafür benutzt werden kann, um
diese Spielfigur an dieser Position zu repräsentieren. Wir brauchen irgendein Koordinatenpaar, völlig egal, da kümmern wir uns später drum. Und wir brauchen eine Höhe, eine Breite und eine Farbe. Und das können wir vielleicht so machen, dass wir das einfach in dieser Klasse der Spielfigur in Konstanten festlegen. Sparen wir uns die Arbeit von dieser Konfigurationsklasse. Das war was, was ich Ihnen eigentlich letzte Woche noch ganz am Ende kurz sagen wollte. Ich glaube, ich habe es nicht mehr geschafft. Diese Idee, diese ganzen Werte, die wir so in der Anwendung haben, in einer zentralen Konfigurationsklasse zu speichern, ist eine sehr gute Idee. Fix mal ganz kurz hier diesen Rechtschreibfehler. Wenn es aber Werte gibt, die wirklich nur in einer Klasse relevant sind, kann man auch natürlich, wenn man das möchte, diese Werte dann in Konstanten innerhalb der Klasse speichern. Also Sie müssen nicht alle Konstanten, die Sie in Ihrer Anwendung benutzen, zwangsweise in einer zentralen Konfigurationsklasse sammeln. Wenn es zum Beispiel sowas gibt, wie bei uns jetzt private static final float player width, also die Breite der Spielfigur, die ist vielleicht 30 Pixel breit, ich weiß es nicht, oder 20 Pixel breit. Und es gibt keine andere Stelle in der Anwendung, an der das relevant ist, dann speichern Sie das hier in der Spielfigur. Und wie das dann in der Studienleistung ist, ich glaube, da wird Ihnen kein Strick rausgedreht, wenn Sie das entweder so oder so machen. Machen Sie das so, wie Sie es für tatsächlich sinnvoll halten. Also ich habe jetzt auch nicht hundertprozentig im Kopf, wie Sie irgendwie Ihre Studienleistung implementiert haben. Sie können ja mal anfangen mit so einer zentralen Konfigurationsklasse und sich überlegen, ob dann wirklich jeder Wert, den Sie da drin speichern, tatsächlich dort sinnvoll verortet ist, also ob wirklich mehrere Stellen der Anwendung das brauchen. Und wenn es wirklich so was ganz Isoliertes ist, wie jetzt hier diese Breite, die nur hier einmal benutzt wird, um diese Spielfigur, um diese Shape zu erzeugen, dann ist es, glaube ich, absolut okay, das dann näher an der Klasse zu verorten und zu implementieren, die diesen Wert tatsächlich braucht. Also ich glaube, das ist beides okay. Was wir noch brauchen, ist ein gleicher Wert für die Höhe. Und dann nehmen wir jetzt mal 100 Pixel oder so. Und was ich auch noch gerne hätte, wäre eine Farbe. Also keine Float-Wert, sondern ein Farbwert. Player Color. Und jetzt wäre wahrscheinlich so eine zentrale Konfigurationsklasse gar nicht so schlecht. Aber ich kopiere jetzt einfach mal diese Werte. Was könnten wir nehmen? Nehmen wir doch einfach mal dieses Rot hier. Und da kopiere ich das rein. Wir können am Ende noch den Code aufräumen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir die Werte hier haben. Also Breite, Höhe und Farbe. Das ist jetzt erstmal nur für die Spielfigur relevant. Deshalb kommt das direkt in diese Klasse. Und dann können wir hier diese Werte benutzen. Und unsere Spielfigur erstellen. Okay. Jetzt hat diese Player-Klasse ein Shape, mit dem kann die Spielfigur und ihre Position theoretisch dargestellt werden. Wir haben eine X- und Y-Koordinate. Was wir noch überhaupt nicht haben, ist irgendwie Funktionalität. Also wir können noch nichts mit diesem Objekt machen. Und wenn wir jetzt über Spiele reden oder so über interaktive Graphics-App-Anwendungen, dann werden Sie ganz häufig merken, dass Sie das, was Sie im Großen immer hier in der Graphics-App machen, nämlich die ganzen Objekte aktualisieren, also Update und dann zeichnen, Draw, auch im Kleinen bei Ihren ganzen verschiedenen grafischen Objekten, bei den Spielfiguren, bei den Gegnern, was auch immer Sie implementieren, wiederholen machen müssen. Also dieser Mechanismus, dass irgendetwas, was in der Spielwelt sichtbar ist, unser Spieler wird ja auch sichtbar sein, unser Player-Objekt, aktualisiert werden muss mit jedem Draw-Loop und dann gezeichnet werden muss, ist was, was Ihnen ganz, ganz häufig begegnet. So häufig, dass man sich sogar überlegen könnte, vielleicht eine gemeinsame Oberklasse für alle Objekte, die sich so verhalten, zu schreiben und da diese Methoden Update und Draw direkt vorzugeben. Das machen wir jetzt nicht. Aber was wir machen, ist, wir implementieren genau diese beiden Methoden. Wir sagen, dass diese Spielfigur aktualisiert werden können. Public
void update. Diese Methode soll in jedem Aufruf des Draw Loops einmal ausgeführt werden. Und wir sagen, dass diese Spielfigur gezeichnet werden kann. Und auch diese Methode soll einmal pro Draw Loop aufgerufen werden und soll dafür sorgen, dass dann tatsächlich die Spielfigur an ihrer aktuellen Position gezeichnet wird. Also die Idee wird sein, wir benutzen diese Methode, um die Spielfigur zu aktualisieren. Das heißt, wenn zum Beispiel gerade die linke Maustaste gedrückt worden ist, dann werden wir in dieser Methode Position und Shape entsprechend anpassen. Und wenn dann das nächste Mal der Draw Loop passiert, beziehungsweise wenn dann im Draw Loop nach dem Update auch die Draw-Methode aufgerufen wird, zeichnen wir diese Spielfigur. Also diese beiden Aktionen werden immer in jedem Draw Loop durchgeführt. Spielfigur wird aktualisiert. Wenn die Maustaste gerade runtergedrückt worden ist, bewegen wir uns ein Stück. Spielfigur wird gezeichnet. Wir nutzen die Informationen, die wir über den aktuellen Zustand der Spielfigur haben, um die zu zeichnen. Und dieses Zeichnen des aktuellen Zustands, das wird jetzt in diesem einfachen Beispiel darauf hinauslaufen, dass wir uns dieses Shape nehmen und das zeichnen. Das Shape ist aber noch nicht positioniert. Das ist immer noch an dieser 0-0-Position. Und deshalb mache ich mal in dieser Update-Position was. Ich nehme mir das Shape, also dieses Rechteck. Ich setze dessen Position neu und synchronisiere jetzt die Position der Spielfigur in dieser gedachten Welt, diese XY-Koordinaten, mit der Position von diesem Rechteck. Also ich möchte, dass das Rechteck an genau der Stelle eingezeichnet wird, an diesen X- und Y-Koordinaten, an der die Spielfigur gerade ist, mit dem Unterschied, dass meine Spielfigur ihren Offset oder ihren Ursprung, ihren Origin, unten links hat, Rechtecke in der Graphics-App aber immer mit einem Ursprung in der oben linken Ecke gezeichnet werden. Also Spielfigur XY repräsentiert, könnt ihr ja auch mal hinschreiben, repräsentiert die X-Koordinate der unteren linken Ecke der Spielfigur. Und das hier repräsentiert die Y-Koordinate der unteren linken Ecke der Spielfigur. Und jetzt möchte ich, dass mein Rechteck an genau der Stelle eingezeichnet wird, das durch dieses Koordinatenpaar repräsentiert wird. Die X-Koordinate ist die gleiche. Was muss ich machen, um dafür zu sorgen, dass die Y-Koordinate die richtige ist? Irgendeine Idee, wie ich jetzt diese beiden Werte miteinander synchronisieren kann? Also ich weiß, meine Spielfigur ist irgendwie unten links an der Ecke. Y-Position 800, wenn unsere Spielwelt so hoch ist. Und mein Rechteck soll jetzt genau diese Stelle repräsentieren, ausfüllen. Aber Rechtecke haben ihren Ursprung oder haben ihre Position leider nicht unten links, sondern oben links. Wie bringe ich jetzt diese beiden Informationen in Einklang? Irgendein Vorschlag, was man machen könnte? Also ich muss die Position für das Rechteck neu berechnen und ich muss dafür sorgen, dass das Rechteck, was eine bestimmte Höhe hat, an einem Ort entspringt, oder einer Y-Koordinate positioniert wird, sodass die untere Kante von dem Rechteck mit diesem Wert hier übereinstimmt. Plus Player halt, fast richtig. Erinnern Sie sich dran, wie das Koordinatensystem aufgebaut ist. In der Graphics-App, genau, in der Graphics-App entspringt ja, oder ist die 0-0-Koordinate ganz oben links. Und das heißt, dass wir die Position der Spielfigur nehmen und wir die Höhe der Spielfigur davon abziehen. Ich würde es jetzt so machen. Also ich nehme die Y-Koordinate und ich ziehe davon die Höhe dieser Shape, dieses Rechtecks ab. Also ich mache es nicht mit der Konstanten,
nur um sicher zu gehen, dass ich auch tatsächlich hier die Höhe von dieser, von diesem Rechteck, von dieser Repräsentation benutze. Es ist jetzt wahrscheinlich genau das Gleiche, weil wir es ja nirgendwo anders setzen, aber um auf Nummer sicher zu gehen, verrechne ich, um die Position von diesem Shape zu verschieben, die tatsächliche Höhe mit der Y-Koordinate. Macht das für alle Leute Sinn oder ergibt das für alle Leute Sinn? Wir können es ja mal anschauen, das. Also schreiben Sie mal Ja, Nein rein, wenn das für Sie Sinn ergibt oder auch nicht. Und wenn ich das gleich Ihnen zeige und wir die Spielfigur mal zeichnen, werden Sie sehen, dass das fast schon logisch ist, wie wir das hier machen. Okay, lassen Sie uns mal diese Spielfigur zeichnen. Ich gehe zurück in meine Graphics-App. Ich erstelle mir eine Variable, in der ich ein Objekt von dieser Klasse, die wir gerade eben erstellt haben, speichern kann. Player, Player. Das ist. Ja, wir arbeiten. Was heißt, wir arbeiten mit Subpixeln? Irgendwo schon. Ich glaube tatsächlich, dass in der Darstellung keine Subpixel benutzt werden, aber in der API schon. Und deshalb benutzen wir einfach Float, weil diese ganze API überall, wo irgendwie mit Positionen gerechnet wird, Float-Werte gerne hätte. Also. Um es kurz zu machen, ja, ich benutze auf diesem Level, benutze auf diesem Level Float-Werte, weil die ganzen grafischen Objekte auch Float-Werte empfangen. Dann sparen wir uns immer das Casten. Ob jetzt tatsächlich in der Darstellung ganz unten Subpixel benutzt werden, kann ich Ihnen nicht auswendig sagen. Also ich glaube schon, aber würde mir nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob wir das tatsächlich so aktiviert haben. Aber. Der eigentliche Grund ist, API ist so programmiert und ich möchte mir die ganzen Casts sparen. Okay, wir haben eine Variable für unseren Player und da erzeuge ich jetzt auch ein neues Player-Objekt drin. Also Variable nehme ich mir, ich rufe den Konstruktor auf und ich positioniere die Spielfigur vielleicht ganz unten am Bildschirm, 0 für die X-Achse. Und ich weiß ja, wie groß der Bildschirm ist oder wie hoch das Fenster ist, kann ich mir jederzeit über diese Methode auslesen. Also ich könnte auch hier und diese beiden Konstanten verwenden. Aber auch hier wieder, ich möchte ganz sicher sein, dass ich meine Spielfigur ganz unten, oh, das muss natürlich get. Heißen. Ich möchte ganz, ganz sicher sein, dass ich meine Spielfigur wirklich an der aktuellen Fenstergröße meiner Graphics-App ausrichte. Also nachdem ich einmal diese Konstanten verwendet habe, um mein Fenster zu initialisieren, benutze ich danach nicht mehr die Konstanten und hoffe darauf, dass ich die Fenstergröße niemals verändert habe, sondern ich lese immer mit den entsprechenden Methoden die aktuelle Höhe und die aktuelle Breite von meinem Fenster tatsächlich aus. Und an der Stelle positioniere ich die Spielfigur. Und dann gehe ich in die Draw-Methode. Und in der Draw-Methode, auch wenn es im Moment bei uns noch nicht so viel passiert, aktualisiere ich meine Spielfigur und ich zeichne meine Spielfigur. Update, Draw. Schauen wir mal, ob das ohne Fehler funktioniert. Ja, funktioniert. Hier sehen Sie hier unten die Spielfigur, die sitzt da in der Ecke. Die wird gezeichnet, weil wir im Draw Loop immer die Update-Methode, die positioniert unsere Spielfigur an der entsprechenden Position. Und danach die Draw-Methode, die zeichnet die Spielfigur an der entsprechenden Stelle ein, aufrufen. Also, das klappt schon mal. Soweit. Irgendwelche Verständnisprobleme? Schreiben Sie mal in den Chat rein, ob das noch alles nachvollziehbar ist. Ja, nein. Weil jetzt wird es ja erst tatsächlich interessant. Also schreiben Sie mal in den Chat rein, ob Sie so weit mitgekommen sind. Ob das jetzt bei Ihnen genauso ausschaut.
Okay, Ihre Update-Methode wird nicht verwendet. Haben Sie daran gedacht, in der Draw-Methode in der Graphics-App die auch aufzurufen? Also so müsste jetzt die Draw-Methode in der Graphics-App ausschauen. Okay, dann müsste die aufgerufen werden. Dann hat sich vielleicht einfach nur IntelliJ noch nicht geupdatet. War bei mir ja auch gerade so. Dauert vielleicht kurz, bis das erkannt wird. Okay, jetzt möchte ich die Spielfigur bewegen. Ich muss zwei Sachen machen. In der Update-Methode steht das hier drin. Da wird einfach nur dieses Rechteck, was unsere Spielfigur auf dem Bildschirm repräsentiert, an die Stelle versetzt, an der sich die Spielfigur laut diesem Koordinatenpaar gerade befindet. Okay, ich möchte jetzt, dass die Spielfigur mit den Pfeiltasten gesteuert wird. Wenn ich die Pfeiltaste nach links, nach unten drücke, soll sich meine Spielfigur nach links bewegen. Das heißt, solange die Pfeiltaste links gedrückt wird, soll in jedem Frame, also in jedem Aufruf der Draw-Methode und diesem großen, alles umschließenden Draw-Loop, meine Spielfigur ein Stückchen nach links bewegt werden. Wir können uns vielleicht vornehmen, das sogar ein bisschen unabhängig von der Framerate zu machen, mit der Data Time, die wir mal besprochen haben. Aber erstmal ist die Idee, solange ich die Taste links drücke, soll sich meine Spielfigur nach links bewegen. Wenn ich die Taste nach rechts drücke, soll sie sich nach rechts bewegen. Und das versuche ich jetzt zu implementieren, indem ich mir auf dem Level meines Players merke, in welche Richtung diese Spielfigur sich gerade bewegen soll. Ich möchte mir irgendwie merken, soll die Spielfigur sich nach links bewegen, soll sie sich nach rechts bewegen oder soll sie sich gar nicht bewegen? Das ist nämlich auch nochmal ein Zustand, den wir ja abbilden müssen. Wenn gar keine Taste gedrückt wird, soll die Spielfigur sich auch nicht bewegen. Also wir haben drei Zustände. Spielfigur soll sich nach links bewegen, ja, nein. Spielfigur soll sich nach rechts bewegen, ja, nein. Spielfigur soll sich gar nicht bewegen, ja, nein. Diese drei Zustände möchte ich in einer oder mehrerer, weiß ich nicht, Instanzvariablen abspeichern. Haben Sie einen Vorschlag, wie man das machen könnte? Wie könnte ich jetzt irgendwie dafür sorgen, dass ich auf dem Level dieser Spielfigur, in dieser Klasse, die wir gerade schreiben, diese Bewegungsrichtung ausdrücke? Wie kann ich das als eine Eigenschaft dieser Klasse repräsentieren? Irgendein Vorschlag. Also ich kann ja selber mal einen Vorschlag machen, auch wenn ich den gleich wieder rückgängig machen möchte. Ich könnte sowas machen. Ich könnte mir jetzt ganz viele Boolean-Variablen anlegen. Is moving left. Und dann könnte ich das kopieren, is moving right. Und da könnte ich mir true oder false reinspeichern und könnte mir vielleicht Methoden anlegen, sowas wie public void move left. Und in der Methode nehme ich mir diese Boolean-Variable und setze die auf true. Und die andere Variable setze ich auf false. Und dann drehe ich das Ganze um. Machen wir eine Move-Right-Methode. Is moving left. Ist gleich false. Ist alles Code, den wir gleich wieder löschen werden. Denn im Chat sehe ich schon das, was vielleicht ein bisschen passender ist. Nur bevor wir dieses Enum schreiben, schauen wir uns kurz an, was wir durch dieses Enum an Vorteile gewinnen. Ich mache es jetzt nochmal vollständig. Wir könnten noch eine Methode machen, stop. Und diese Stop-Methode, was macht die? Die sorgt dafür, dass sowohl is moving left als auch is moving right auf false
Foils gesetzt wird. Also die hält die Spielfigur an. Und jetzt könnten wir uns hier anschauen, in der Update-Methode, if is moving left, was machen wir da? Da nehmen wir die x-Koordinate x plus minus gleich 1. Wir ziehen 1 von der x-Koordinate ab. Und wenn wir uns nach rechts bewegen sollen, moving right, addieren wir auf die x-Koordinate unserer Spielfigur 1. Also eine ganz einfache Idee. Wir können das auch gleich mal mit den Tasten drücken verknüpfen. Aber wir sorgen dafür, wenn die Taste gedrückt wird, dass wir eine Methode haben, die wir aufrufen können. Mit diesen beiden Instanzvariablen merken wir uns, in welche Richtung sich unsere Spielfigur gerade bewegen soll. Und wenn dann die Update-Methode ist, dann verschieben wir unsere Spielfigur. Nach links wird die x-Koordinate kleiner, nach rechts wird sie höher. Ich lasse das jetzt mal bei dieser Implementierung. Das hier ist natürlich was, was man vielleicht in einer Variable speichern möchte. Hier wäre auch eine Stelle, wo wir mit dieser Delta-Time so eine FPS-unabhängige Bewegungsgeschwindigkeit implementieren möchten. Wir bauen das gleich mal um zu dem, was gerade vorgeschlagen worden ist, nämlich zu dieser Idee mit dem Enum. Bevor wir das machen, ganz kurz die Frage, auch wenn das jetzt hier nicht der finale Code ist, wenn wir den noch optimieren werden, ist das für Sie verständlich? Wir drücken aus, in welche Richtung sich unsere Spielfigur bewegen soll mit diesen beiden Boolean-Werten und wir geben dieser Spielfigur, dieser Klasse öffentliche Methoden, mit denen wir diese Bewegungsrichtung umschalten können. Soll sich nach links bewegen, soll sich nach rechts bewegen, soll stehen bleiben. Erstmal diese erste Hälfte. Schreiben Sie mal ja, nein in den Chat rein. Ist das verständlich? Spielfigur hat eine Bewegung, eine Bewegungsrichtung immer, links, rechts oder nicht. Und wir drücken jetzt erstmal, bevor wir das optimieren, mit etwas unschönerem Code, das mit diesen beiden Boolean-Variablen aus. Und aus dem Zusammenspiel dieser Boolean-Variablen können wir berechnen, was jetzt die tatsächliche Richtung ist. Das hat noch nichts wirklich mit Richtung zu tun. Boolean-Variablen sind true oder false. Das ist nicht wirklich ein guter Datentyp für Richtungen, aber wir drücken das jetzt damit aus. Und ich hoffe mal, dass die anderen Leute, die jetzt nicht zustimmen, trotzdem das genauso sehen. Also Richtung wird hiermit abgebildet und dann benutzen wir diese Richtung jedes Mal, wenn die Update-Methode aufgerufen wird. Wenn wir uns nach links bewegen sollen, nehmen wir die x-Koordinate, das ist ja diese logische Repräsentation, wo befindet sich meine Spielfigur gerade und ich ziehe davon 1 ab, weil wir wissen, das Koordinatensystem ist so aufgebaut, dass wir, wenn wir die x-Koordinate reduzieren, wir uns nach links bewegen. Und wenn wir uns nach rechts bewegen sollen, dann erhöhen wir die x-Koordinate und dann verschiebt sich unsere Spielfigur nach rechts. Und dadurch, dass wir jedes Mal, wenn die Update-Methode aufgerufen wird, unsere Shape, die die Spielfigur repräsentiert auf dem Bildschirm, neu positionieren, nutzen wir auch immer diese angepasste x-Koordinate. Also wir aktualisieren die interne x-Koordinate von unserer Spielfigur, in Abhängigkeit davon, welche Richtung der Spieler, die Spielerin gerade ausgewählt hat. Und jedes Mal wird auch unsere Spielfigur hier positioniert. Okay, wenn ich das jetzt starte, passiert noch nichts. Wir haben ja noch keine Interaktion hier implementiert. Aber genau das können wir jetzt machen. Ich möchte jetzt, dass wenn meine App läuft, also ich starte sie nochmal, wenn diese App läuft und sehen das jetzt nicht, aber stellen Sie sich vor, dass ich gerade meinen Finger auf der Pfeiltaste nach links habe und ich drücke drauf. Vielleicht können Sie es ja sogar hören. Sie hören das. Ich drücke ganz oft auf die Pfeiltaste nach links und jetzt drücke ich auf die Pfeiltaste nach rechts. Hört sich für Sie wahrscheinlich genauso an, aber sind zwar unterschiedliche Tasten und ich möchte jetzt, dass diese Tasten dafür sorgen, dass diese Spielfigur sich bewegt. Wir haben alles, was wir auf der Ebene der Spielfigur dafür brauchen, schon implementiert. Wir haben diese Methoden Move Left, Move Right. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, diese Ereignisse, diese Interaktionen der Nutzer und Nutzerinnen mit unserer Anwendung abfangen und in dem Moment, wo wir mitbekommen, dass eine Taste gedrückt wird, diese entsprechende Methode aufrufen.
Und das machen wir, und das war das, was wir uns in der Vorlesung heute angeschaut haben, indem wir die entsprechenden Methoden überschreiben. Unsere Graphics-App hier oben, wir bauen ja ein neues Spiel auf der Basis der Graphics-App. Diese Graphics-App kriegt diese ganzen Ereignisse schon mit. Sie erinnern sich irgendwo intern in dieser Klasse hier. Also, wenn ich da mal drüber hover, dann können wir uns da auch mal das anschauen. Geht jetzt gerade nicht. Moment, warum geht das nicht? Go to. Das hier ist diese Graphics-App-Klasse, die die Vorlage für unsere eigene Graphics-App ist und die implementiert, Sie erinnern sich, schon diese beiden Interfaces und intern werden diese Interfaces oder wird die Tatsache, dass diese Graphics-App diese beiden Interfaces implementiert, schon dafür genutzt, um diese ganzen Tastatur- und Mausereignisse in jede Graphics-App reinzugeben. Also jede Graphics-App, auch unsere, beinhaltet schon diese Methoden, die automatisch aufgerufen werden, wenn Sie als Nutzer oder Nutzerin eine Taste drücken. Und was wir jetzt nur noch tun müssen, ist, wir müssen diese Methoden überschreiben. Wir überschreiben zum Beispiel die Methode onKeyPressed, die dafür sorgt, dass wir mitbekommen, wenn eine Taste runtergedrückt wird. Also diese Methode hier, onKeyPressed, die existiert schon, die hat jede Graphics-App. Und die wird immer automatisch aufgerufen, wenn eine Taste runtergedrückt wird und auch wenn sie gedrückt gehalten wird. Also die wird ganz, ganz häufig aufgerufen. Und das können wir sogar rauslöschen, wenn wir möchten. Das brauchen wir nicht unbedingt. Was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt hier an dieser Stelle darauf reagieren, dass eine Taste gedrückt wird. Ich zeige Ihnen erstmal, dass das überhaupt funktioniert. Ich gebe mal was auf der Konsole aus. Taste wurde gedrückt. Interessiert mich gar nicht, was für eine Taste. Ich führe mein Programm einmal noch aus. Und dann drücke ich jetzt irgendeine Taste. Und Sie sehen, in der Konsole hier unten wird jetzt die ganze Zeit dieser Text ausgegeben, den ich eingeschrieben habe in diese System Out Print Line. Warum? Weil ich reagiere jetzt darauf, dass hier eine Taste gedrückt wird. Und was möchte ich machen? Ich möchte nicht irgendwas auf der Konsole ausgeben. Wäre sicherlich sinnvoller, aber gibt es leider nicht in unserer Graphics-App. Also wir haben nur die KeyPressed und die KeyReleased-Methode implementiert. Das heißt, das sind jetzt die beiden Ereignisse, mit denen wir arbeiten müssen. Also wir wollen ja nicht, dass irgendwas auf der Taste, auf der Konsole ausgegeben wird, sondern was wir wollen, ist, wir wollen an der Stelle onKeyPressed benutzen, um mitzubekommen, dass irgendeine Taste gedrückt wird. Wir wollen herausfinden, welche Taste gedrückt wird. Und wenn es die richtige Taste war, wenn zum Beispiel die Taste nach links gedrückt wird, dann wollen wir unsere Spielfigur in diesen Modus versetzen, dass sie sich nach links bewegt. Und wir wollen danach, oder wollen, wenn die Taste, die Pfeiltaste nach rechts gedrückt wird, die Spielfigur in den Modus versetzen, dass sie sich nach rechts bewegt. Und wenn die Taste losgelassen wird, machen wir gleich in der zweiten Methode, versetzen wir die Spielfigur wieder in diese neutrale Position und lassen sie stoppen. Das ist jetzt unser Plan. Und um das zu implementieren, müssen wir herausfinden, welche Taste tatsächlich gedrückt wird. Und diese Information, die steckt in diesem Parameter. Sie erinnern sich an die Vorlesung heute. Was haben wir gemacht oder was haben wir gelernt? Diese ganzen Informationen, die wir durch das Betriebssystem, durch wen auch immer, in unsere Anwendung hineinbekommen, über das Ereignis, was aufgetreten ist, landet am Ende in dieser Information, in diesem Parameter hier. Das heißt, wenn wir da mal reinschauen in diesen Event-Parameter, dann finden wir hier ganz, ganz viele Methoden. Und diese ganzen Methoden, die hier drin stehen, oder viele von diesen Methoden, die repräsentieren oder lassen uns auf Informationen zugreifen, um dieses Ereignis besser zu verstehen. Ich habe in der Vorlesung kurz gesagt, wir können herausfinden, wann dieses Ereignis aufgetreten ist. Das ist für uns ist nicht so wichtig. Wir können herausfinden, um was für eine Art von Ereignis es sich handelt. Ist auch nicht so wichtig. Wir wissen ja schon, dass das das KeyPressed-Event ist. Was anderes kommt gar nicht in diese Methode rein. Und dann gibt es hier oben diese Methode getKeyCode. Und die gibt uns zurück, mit was für einem numerischen Code
die Taste versehen ist, die gedrückt worden ist. Sie erinnern sich, alle Tasten auf Ihrer Tastatur werden in diesem Java-Kontext, in dem wir hier sind, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Programmierkontexten durch bestimmte numerische Codes repräsentiert. Und an diese Codes kommen wir über diese Methode rein. Und dann wissen wir ganz genau, welche Taste gedrückt worden ist. Ich kann das ja mal Ihnen zeigen. Ich gebe auf der Konsole genau das aus, was ich von dieser Methode zurückbekomme. Also ich gebe jetzt den Keycode auf der Konsole aus, der Taste, die hier gedrückt worden ist. Und wenn ich jetzt auf Tasten drücke, sehen Sie, dass da immer irgendwelche anderen Zahlen erscheinen. Ich drücke jetzt mal nach links. Und dann sehen Sie, dass da die Zahl 37 erscheint. Das ist die numerische Repräsentation der Pfeiltaste nach links. Ich drücke nach rechts, dann kommt die 39. Ich drücke die Space-Taste, da kommt die Zahl 32. Ich drücke die Eingabetaste, da kommt die 10. Ich drücke die 5, kommt die 53. Also irgendwelche numerischen Codes hier, 65 für das kleine a. Große a ist 16 und 65, Shift-Taste. Und die A-Taste. Also numerische Codes, mit denen wir jetzt herausfinden können, welche Taste gedrückt wird. Uns interessiert die 37 und die 39. Wenn eine dieser beiden Tasten gedrückt wird, wollen wir was machen, nämlich unsere Spielfigur nach links oder nach rechts bewegen. Und bevor ich jetzt sowas mache, if event.getKeyCode ist gleich 37 und dann sage player.getKeyCode Move left, erinnere ich mich daran, dass erstmal das hier nicht so schöner Code ist. Also erinnern Sie sich noch dran, wie man sowas nennt? So Zahlen, die plötzlich im Quellcode auftauchen und deren Bedeutung man jetzt in diesem Fall vielleicht sich noch ja, irgendwie herleiten kann, aber nicht so wirklich verständlich ist. Also wie nennt man das? Diese plötzlich auftretenden Ziffern, Magic Numbers, genau. Also, wir wissen jetzt vielleicht, weil ich es gerade erklärt habe, was das bedeutet, aber so hundertprozentig nachvollziehbar ist das nicht. Besser wäre es, wenn wir irgendwie einen Text oder sowas hätten, wenn der genau oder der repräsentiert in Form von einem Bezeichnernamen, was tatsächlich hier für eine Taste gemeint ist. Es kam gerade der Vorschlag, dass wir das uns in einem Enum speichern könnten. Also die Idee ist wahrscheinlich, wir schreiben uns ein Enum mit allen Zahlencodes und in einem Enum können wir ja jeden Wert durch einen Bezeichnernamen, den wir selber vergeben können, tatsächlich versehen. Und dann wäre das semantisch, dann könnten wir das nachvollziehen. Brauchen wir in der Situation gar nicht. Denn wenn wir nochmal in dieses Objekt reinschauen, dann sehen wir, dass da ganz viele Konstanten schon drinstehen. Also alle Tasten, die es so gibt, sind hier schon aufgelistet, sind auch die Bezeichner, die Sie an anderen Stellen in Java für genau diese Tasten finden. Und wenn wir jetzt vergleichen möchten, steckt in diesem Keycode eine ganz bestimmte Taste drin. Da müssen wir nur wissen, wie diese Taste innerhalb von diesem Event repräsentiert wird numerisch. Und wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass dieses VK Left für die Pfeiltaste nach links steht, dann können Sie das hier schon wieder wesentlich schöner lesen. Wir sagen nämlich, wenn in dem Keycode der gleiche numerische Wert drin steht, der auch in dieser Konstanten drin steht, die für die linke Pfeiltaste steht, dann soll unsere Spielfigur sich nach links bewegen. Ich lasse das jetzt hier mal so und baue das jetzt noch nicht in den Switch Case um. Wäre an der Stelle vielleicht schön, gerade mit diesem verkürzten Switch Case. Ich mache es jetzt ein bisschen einfacher. Ich sage jetzt noch zusätzlich, if keycode ist gleich key pressed event vk write player.move write. Das kann man alles schöner machen. Wir könnten uns überlegen, ob wir hier direkt aus der Methode rausgehen. Aber da für jeden Tastendruck diese Methode genau einmal aufgerufen wird, kann eigentlich nicht der Fall eintreten, dass in diesem Keycode
Ja, es wird die If-Bedingung zwar aufgerufen, aber das lassen wir jetzt mal der Einfachheit halber so. Wir können jetzt mal anschauen, was passiert, wenn ich. Können wir uns das anschauen? Lassen Sie uns eine Sache noch schnell machen, bevor wir uns das anschauen, nämlich diese Spielfigur wieder in den neutralen Modus zu versetzen. Nochmal das hier, ich zeige es Ihnen mal, wird jetzt noch nicht so hundertprozentig funktionieren. Das funktioniert schon, ich drücke jetzt auf die Taste rechts. Aber wenn ich die Taste loslasse, sehen Sie nicht, aber ich sage Ihnen jetzt, ich lasse jetzt die Taste los, bewegt sich meine Spielfigur weiter. Die bewegt sich jetzt so lange nach rechts, bis ich die linke Maustaste drücke. Dann toggle ich den Modus wieder intern und die soll nach links gehen. Aber auch da, wenn ich die Taste loslasse, bewegt sich die Spielfigur weiter. Was ich jetzt noch machen möchte, ist dafür zu sorgen, wenn keine Taste gedrückt wird, also wenn die Tasten losgelassen werden, dass diese Spielfigur sich in diesen neutralen Modus versetzt und stehen bleibt. Und das kann ich machen, indem ich zusätzlich zu dieser Methode die aufgerufen wird, wenn die Taste runtergedrückt wird, auch die Methode überschreiben, die aufgerufen wird, wenn die Taste losgelassen wird. Also wir fangen jetzt zwei unterschiedliche Events ab. Taste wird runtergedrückt und Taste wird wieder losgelassen. Und wir kombinieren diese beiden Ereignisse, um in unserem Programm das zu realisieren, was wir tatsächlich möchten. Was möchten wir machen? Wir möchten, wenn die Tasten losgelassen werden, dass unsere Spielfigur, und ich mache es jetzt mal ganz einfach, stehen bleibt. In dem Moment, wo ich die Tasten loslasse, wo ich eine der Tasten loslasse, wird unsere Spielfigur stehen bleiben und dann muss ich wieder eine andere Taste drücken, damit sie sich wieder bewegt. Hier ganz, ganz wichtig, das ist bestimmt eine Quelle für ein paar Bugs, weil wir hier nicht berücksichtigen, was soll denn passieren, wenn dann die andere Taste noch gedrückt wird, haben wir alles nicht beachtet. Es geht jetzt erstmal darum, dass sich unsere Spielfigur als Reaktion auf diese Tastendrücke bewegt. Und wenn ich jetzt nach rechts drücke, Sie haben gehört, ich habe runtergedrückt, ich halte meinen Finger noch auf der Taste und jetzt lasse ich los. Und in dem Moment, wo ich die Pfeiltaste wieder loslasse, wird diese Methode hier aufgerufen. Und als Reaktion, das habe ich vorher so geplant, rufe ich die Methode Stopp auf in meiner Player-Klasse und die sorgt dafür, dass diese Bewegungsrichtung links, rechts komplett aufgehoben werden und meine Spielfigur verharrt. Und wenn ich nach links drücke, dann bewegt sich meine Spielfigur nach links. Wenn ich nach rechts drücke, bewegt sich meine Spielfigur nach rechts. Links, rechts, links, rechts. Und damit haben wir das erste Mal richtige Interaktion in unserer Anwendung. Lassen Sie uns das hier ein bisschen schöner machen. Das ist ganz komisch. Wir haben zwei Methoden, Variablen, isMoving left und isMoving right. Und das, was diese beiden Variablen aussagen, semantisch, ist eine Kombination aus beiden. Wir benutzen zwei Variablen, um eigentlich eine Sache zu sagen. Ist das, muss ich jetzt fragen, weil sind ja die meistens noch relativ neu beim Programmieren, ist Ihnen das klar, dass wir hier zwei Dinge benutzen, um eigentlich eine Information auszudrücken? Na, ich glaube, es sind nicht, ja, wenn Sie, wir können auch noch eine dritte rein interpretieren, aber wenn Sie sich nur mal Moving Left und Moving Right anschauen, dann drücken wir damit eine Information auf einem höheren Level aus. Also Left, Right, Stop sind die einzelnen Dinge. Wenn Sie da jetzt nochmal ein Level höher gehen, ein Abstraktionslevel höher, dann drücken wir damit die Richtung, die Bewegungsrichtung aus, in die sich diese Spielfigur gerade bewegt. Stop oder neutral ist dann sicherlich auch eine davon, aber wir benutzen zwei Eigenschaften, isMoving Left und isMoving Right, um auf der Ebene von diesem Objekt, diesem Player-Objekt, eigentlich eine Sache auszusagen, nämlich in welche Richtung bewegt sich meine Spielfigur gerade? Bewegt die sich nach links oder bewegt die sich nach rechts? Das sind Richtungen, das sind Werte für sich, die stehen für sich und wir benutzen zwei Variablen vom Datentyp Boolean, weil uns nichts Besseres einfällt. Ist das den anderen klar, dass wir hier eine Kombination aus zwei Variablen benutzen, um eigentlich eine Information zu transportieren. isMoving left und isMoving right ergibt zusammen die Bewegungsrichtung auf so einem semantisch höheren Level. Und wenn wir eine Anzahl von Möglichkeiten haben und jetzt
in diesem kleinen Mini-Beispiel wären die Möglichkeiten Left und Right und wenn wir noch möchten, Stopp oder Neutral. Und wir wollen die abbilden und wir wollen dafür sorgen, dass wir die Bewegungsrichtung unserer Spielfigur repräsentieren können mit genau diesen Werten. Müssen wir solche Leute jetzt bannen? Ich weiß es nicht. Ja, ist schon passiert. Also schreiben Sie Ihre Klausuren lieber selber. Wenn wir das jetzt abbilden möchten, wenn wir so ein Set an Möglichkeiten in sich geschlossen, glaube schon, dass der Aufruf zu Betrug sicherlich strafbar ist. Also können ja gerne mal persönlich eine E-Mail schreiben. Dann können wir das nochmal ausdiskutieren. Am besten mit Name und Adresse. Dann kann ich Sie an die Rechtsabteilung von unserer Universität weiterleiten. Wesentlich interessanter als irgendwie so Quatsch im Chat ist das, was wir eigentlich machen möchten. Ich möchte ein Set an Möglichkeiten innerhalb meiner Anwendung repräsentieren und möchte dafür sorgen, dass ich in einer Instanzvariable von diesem Spielerobjekt genau eine dieser Möglichkeiten zu jeder Zeit repräsentieren kann. Das haben wir schon mal gemacht. Es wurde auch heute im Chat nochmal schon mal vorgeschlagen. Denken Sie trotzdem nochmal kurz selber drüber nach. Was nutzen wir dafür? Wir haben sowas wie Left, Right, Neutral. Wir haben sowas wie Small, Medium, Big, wenn Sie vielleicht irgendwie Größen abbilden. Also so ein festgeschlossenes Set an möglichen Zuständen für einen ganz bestimmten Aspekt von einem Objekt. Was benutzen wir dafür? Fällt Ihnen das noch ein? Na, nicht noch eine dritte Boolean. Wir wollen weniger Variablen. Ich möchte am Ende irgendwie die Richtung in einer Variable abspeichern und der Wert, der in dieser Variable steht, soll mir jeweils sagen, in welche Richtung es geht. Und das haben wir schon mal gemacht. Also nicht so explizit, dass wir ständig darauf rumgeritten sind, aber wir haben schon eine Möglichkeit kurz angesprochen, wie wir so verschiedene mögliche Zustände in so einem endlichen Möglichkeitsraum in Java abbilden können. Sagt Ihnen der Begriff Enum noch was? Schreiben Sie mal in den Chat rein. Ja, nein, ob Ihnen tatsächlich dieser Begriff Enum noch geläufig ist. Enum, sagt Ihnen das was? Klingelt da noch was? Eher nicht. Okay, dann zeige ich Ihnen das jetzt nochmal. Und wenn wir das jetzt gleich anwenden, dann sehen Sie auch gleich, wie sinnvoll das an dieser Stelle ist. Ich erzeuge eine neue Klasse. Oder ich fange an, eine neue Klasse zu erzeugen, nehme aber nicht diesen Klassentypen, sondern den Enum-Typen und nenne das Ganze Direction. Was ich in dem Enum machen kann, ist, ich kann eine Aufzählung, eine Auflistung, daher kommt auch der Name, erstellen mit einem festen Set an Werten. Und was ich dann damit erzeuge, auf einer ganz, ganz einfachen Ebene, es ist wesentlich komplizierter oder es ist wesentlich mächtiger als das. Ich erzeuge einen neuen Datentyp und ich lege gleich auch fest, welche Werte dieser Datentyp annehmen kann. Die Werte werden intern als Integer-Werte repräsentiert, aber die heißen anders. Ich kann diesen verschiedenen Werten, die ich jetzt für den Datentyp Direction benutzen möchte, in meiner Anwendung Namen geben. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte eine Richtung haben, die heißt Left. Ich möchte eine Richtung haben, die heißt Neutral und ich möchte eine Richtung haben, die heißt Right. Und damit erstelle ich mir selber einen Datentyp Direction, den ich auch benutzen kann, um eine Variable anzulegen und da können genau diese drei Werte rein. Hierhinter verbirgt sich der Wert 0, hierhinter verbirgt sich der Wert 1, hierhinter verbirgt sich der Wert 2. Es wird von 0 anfangend, werden diese durch Komma separierten Werte hinterlegt. Das ist das gleiche oder wäre das gleiche, wenn wir irgendwo Integer-Konstanten anlegen, aber mit dem feinen Unterschied, dass in einer Variable von diesem Typen wirklich nur diese drei Werte gespeichert werden können. 1, 0, 1 und 2 und nichts anderes.
Und damit schaffe ich mir die Möglichkeit, an den Stellen meiner Anwendung, wo ich sowas brauche, so ein endliches Set an Möglichkeiten, an Zuständen, genau das zu machen. Wir können uns gleich anschauen, dass Enums noch ein bisschen mehr können. Die können nämlich auch noch weitere Informationen mit diesen einzelnen Stellen verbinden oder beinhalten. Aber das ist erstmal das Wichtige. Ich kann diese Direction oder ich kann diese Richtung, in die sich meine Spielfigur jetzt bewegen soll, mit einer Variable abbilden, die genau einen dieser Werte beinhalten kann. Und das schaut dann in der Klasse Spieler so aus, dass ich das hier nicht mehr brauche. Also is moving left und is moving right wird obsolet. Ich erstelle mir eine Variable vom Typen Direction, die nenne ich auch Direction oder Current Direction, die aktuelle Bewegungsrichtung, die meine Spielfigur haben soll. Und wenn meine Spielfigur erstellt wird, wenn die am Anfang über den Konstruktor initialisiert wird, dann sage ich Current Direction ist gleich Direction.Neutral. Ich habe jetzt eine Variable und ich kann alle Bewegungsrichtungen, die meine Spielfigur haben kann, links, rechts und neutral, als Werte von dieser einen Variable ausdrücken. Am Anfang soll sie sich nicht bewegen. Wenn sie sich nach links bewegen soll, speichern wir auch genau das in unsere Variable rein. Direction.left. Wenn sie sich nach rechts bewegen soll, speichern wir genau das in unsere Variable rein. Direction.right. Und wir können dann auch lesend auf, oder machen wir das jetzt auch noch schnell. Wenn wir stoppen, dann speichern wir uns diese Direction neutral in dieser Variable rein. Und wir können jetzt immer hier reinschauen in diese Variable, um festzustellen, in welche Richtung sich meine Spielfigur gerade bewegen soll. Wenn Current Direction ist gleich Direction.left. Auch hier wieder Switch Cases sind gerade im Kontext von Enums eine sehr schöne Möglichkeit. Wir ändern den Code jetzt mal schrittweise. Und den Fall, dass die Richtung gerade neutral ist, müssen wir überhaupt nicht berücksichtigen, weil wenn sich meine Spielfigur nicht bewegt, muss ich auch die X und die Y, die X-Koordinaten nicht anpassen. Aber ich habe jetzt diese Richtung oder die möglichen Richtungen meiner Spielfigur nicht mehr mit als Kombination von mehreren Variablen abgebildet, sondern ich habe eine Variable, in der steht gerade drin, in welche Richtung sich meine Spielfigur bewegen soll. Und die Möglichkeiten, die meine Spielfigur dabei hat, die sind begrenzt. Und damit auch nur genau diese begrenzten Möglichkeiten im Code benutzt werden, habe ich hier die entsprechenden Möglichkeiten einmal aufgelistet in diesem Enum und verwende die dann in der Spielfigur. Und dann sehen Sie, wenn ich das Ganze starte und ausführe, es passiert immer noch das Gleiche. Meine Spielfigur bewegt sich nach rechts oder sie bewegt sich nach links. Intern haben wir jetzt aber ein bisschen schöneren Code geschaffen, weil wir eben hier das, was sich eigentlich hinter dieser Eigenschaft verbirgt, nämlich eine Bewegungsrichtung, auch als genau so etwas abbilden. Kurz drüber nachdenken und sagen Sie mir mal, ob Sie jetzt diesen Refactoring-Schritt, also dieses Umbauen von unserem Quellcode zur Verwendung von Enums nachvollziehen können. Also, wir hatten vorher diese beiden Variablen, damit hat das auch wunderbar funktioniert. Und jetzt benutzen wir aber dieses Enum, um erstens nur noch eine Variable zu haben, die genau das ausdrückt, und zweitens die Möglichkeiten, die sich dahinter verbirgen, genau auf das zu reduzieren, was auch tatsächlich die Möglichkeiten unseres Objekts sind. Das kann sich ja nicht in alle Richtungen bewegen, kann sich nur nach links oder rechts bewegen. Okay. Vielleicht zeige ich Ihnen noch eine kleine Sache, die bei diesen Enums oder die man mit Enums machen kann. Das ist jetzt ein kleiner Bonus vielleicht noch für heute. Und ist
eine Eigenschaft von Enums, die gerade bei solchen Sachen, Bewegungsrichtung oder so, noch irgendwie ganz nett tatsächlich sind. Wie drücke ich das aus? Ich glaube, ich drücke es gar nicht weiter aus, ich zeige es Ihnen einfach so. So ein Enum, das schaut jetzt relativ simpel aus, Auflistung von verschiedenen Zuständen. Was ein Enum in Java eigentlich ist, ist sowas wie eine ganz, ganz kleine und einfache Klasse. Also das ist tatsächlich dann auch später zur Laufzeit oder sind irgendwo Objekte involviert und man kann so einem Enum mehr als nur diese Auflistung geben. Ein Enum kann zum Beispiel einen Konstruktor haben. Der wird dann jedes Mal aufgerufen, wenn am Anfang, wenn dieses Enum, diese Auflistung erstellt wird, einer dieser Einträge erstellt wird. Also dieses Left, Neutral und Right, das stellen Sie sich so vor wie Konstanten, die jeweils auf eine Instanz dieses Direction-Enums verweisen. Und ich kann jedem dieser Enum-Instanzen auch zum Beispiel sowas geben wie eine Instanzvariable. Ich kann auf der Ebene von diesem Enum eine Integer-Variable angeben, nennen wir jetzt mal Modificator. Und dann hat jeder dieser Werte in dem Enum verfügt dann als Objekt über diesen Wert, sodass ich dann an einer anderen Stelle von meinem Code zum Beispiel sowas machen kann. Direction.left.modificator. Das ist eine öffentliche Eigenschaft und damit kann ich auf diesen Wert zugreifen, den dieser konkrete Eintrag von meinem Enum hat. Das ist jetzt in dem Fall noch relativ sinnlos, weil da steckt nichts drin. Da steht jetzt überall 0 wahrscheinlich drin. Ich glaube, das ist der Standard-Default-Wert für Integers in Java. Aber ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann dafür sorgen, dass wenn dieses Enum erstellt wird und wenn diese einzelnen Einträge erstellt werden, immer ein Wert mitgegeben wird. Also wir bauen uns jetzt quasi einen Konstruktor für diese einzelnen Werte von unserem Enum. Modifikator. Und dann muss ich dafür sorgen, dass dieser Wert, der diesem Konstruktor übergeben wird, hier in dem Enum auch auftaucht. Zum Beispiel sowas. 0 und 1. Minus 1, 1, 0. Ich ergänze jetzt jeden dieser Einträge im Enum um einen zusätzlichen numerischen Wert. Warum? Weil ich die Bewegungsrichtung Left, Right, Neutral auch abbilden möchte für die Umrechnung meiner X-Position für meine Spielfigur. Wenn ich mich nach links bewege, dann muss ich, wahrscheinlich multipliziert mit irgendeiner Geschwindigkeit, um die neue Position zu berechnen, nach links mich bewegen. Also ich muss meine Position meiner Spielfigur um einen negativen Wert verändern. Und wenn ich mich nach rechts bewege, muss ich meine Position im positiven Sinne verändern, damit im Koordinatensystem ich weiterrücke. Und wenn ich mich gar nicht bewege, dann soll ich meine Position auch überhaupt nicht verbinden. Und wir können das noch viel, viel weitermachen, aber wir können an diese einzelnen Einträge des Enums weitere Informationen binden. Soll sich auch niemals verändern, dann können wir den hier noch auf Final setzen. Ich versetze oder ich vergebe für jeden der Einträge dieses Enums einen Wert, den ich dann an anderer Stelle auch wieder auslesen kann. Sodass ich dann, wenn ich in der Update-Methode von meiner Spielfigur bin, gar nicht mehr hier irgendwie unterscheiden muss, Direction Left, Direction Right, wo bewege ich mich gerade hin, sondern was ich nur noch machen muss, ist, ich schaue mir an, in welche Richtung bewege ich mich gerade und schaue mir an, was hat die für einen Modifikator? Wenn da Direction.left gerade drin steht, ist der Modifikator minus 1. Wenn Direction.right drin steht, ist der Modifikator 1. Wenn der Direction.neutral drin steht, ist der Modifikator 0. Und diesen Integerwert kann ich benutzen, um den auf meine aktuelle Position drauf zu addieren. Wenn ich einen negativen Wert drauf addiere, reduziert sich der Wert. Wenn ich einen positiven Wert
drauf addiere, erhöht er sich. Wenn ich 0 drauf addiere, passiert wahrscheinlich gar nichts. Und so kann ich mir diese ganze Fallunterscheidung sparen, weil ich diesen Modifikator schon in dem jeweiligen Enum-Wert, der eine entsprechende Richtung symbolisiert, drein verpacke. Und dann funktioniert hoffentlich, wenn ich das Ganze starte, mein Code immer noch. Ich bewege mich nach links, bewege mich nach rechts, bewege mich überhaupt nicht. Also Enums sind eine ganz tolle Sache, nicht nur um, wie jetzt hier, allgemein ein von mehreren Zuständen einer endlichen Menge von Möglichkeiten abzubilden, sondern um zusätzlich, wie wir es jetzt hier gemacht haben, mit jedem dieser möglichen Zustände auch noch weitere Informationen zu versehen. Und das funktioniert deshalb, weil Enums in Java sowas, weil das sind letztendlich Klassen, beziehungsweise die Werte, die da drin stehen, sind Objekte, die nur durch solche zusätzlichen Konstanten repräsentiert werden. Auch wenn Sie das jetzt noch nicht in der kompletten Tiefe vielleicht nachvollziehen können, auf so einer Skala von 1 bis 5, wie cool finden Sie das, dass wir jetzt solche Sachen mit den Enums abbilden können und unser Code dann hier offensichtlich auf jeden Fall kürzer, vielleicht sogar lesbarer wird? Okay, scheint in eine positive Richtung zu gehen. Das mit der Geschwindigkeit können Sie jetzt noch einbauen. Da müssten Sie dann nur dafür sorgen, dass dieser Modifikator, der gibt ja, wenn Sie so wollen, nur die Richtung. Also quasi, Sie erinnern sich, wir haben letzte Woche über Velocity geredet. Richtung oder Geschwindigkeit mit einer Richtung. Diesen Modifikator, der minus 1, 0 oder 1 ist, den könnten wir als Richtung interpretieren. Und was wir dann noch bräuchten, wäre sowas wie eine Geschwindigkeit. Wir können es mal uns einfach machen und hier so eine Geschwindigkeit reinschreiben. Private Static Final Float Player Speed. Sagen wir mal, die Spielfigur soll sich in einem noch nicht näher definierten Zeitfenster 10 Pixel bewegen. Doch, Player Speed macht ganz, ganz viel Sinn, weil die Spielfigur sich immer mit genau dieser Geschwindigkeit bewegen soll. Und diese Geschwindigkeit, die können wir zu einer Velocity machen, indem wir den Modifikator mit dieser Geschwindigkeit multiplizieren. Moment, Player Speed, Copy and Paste, multiplizieren. Und dann wird aus Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung eine Velocity und die addieren wir auf die x-Koordinate auf. Die Bewegungsrichtung, positiv oder negativ, die ist hier drin schon gespeichert. Wir haben hier immer einen positiven Wert. Wir haben hier drin 0, minus 1 oder 1 und dadurch ergibt sich dann automatisch eine entsprechende Richtung. Ich würde jetzt mal behaupten, in diesem Spiel, so wie wir das jetzt gerade implementieren, bewegt sich die Spielfigur immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Dies ist noch nicht perfekt. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen drüber nachdenken, wie wir dafür sorgen, dass das vielleicht eine zeitliche, also Geschwindigkeit hat ja immer auch was mit Zeit zu tun. Und bei uns ist es im Moment, wie häufig wird diese Update-Methode aufgerufen. Das ist noch nicht perfekt. Aber wir können mit diesem Modifikator 1, minus 1, 0 und einer festen Geschwindigkeit dafür sorgen, dass sich unsere Spielfigur mit jedem Aufruf der Update-Methode, wenn gerade die Taste links oder rechts gedrückt wird, auf tatsächlich oder in eine bestimmte, mit einer bestimmten Menge an Pixeln nach entweder links oder rechts bewegen. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, sehen Sie, die Spielfigur bewegt sich jetzt ein bisschen schneller, weil ich verschiebe jetzt nicht mehr die Spielfigur nur noch um diesen einen Pixel nach links und rechts in jedem Frame, sondern ich verschiebe die gleich um 10 Pixel. Okay, also damit könnten wir jetzt zumindest oberflächlich die Geschwindigkeit steuern. Macht das für Sie auch noch Sinn? Ich hätte noch eine Sache, die wir zumindest ansprechen können, um das Ganze noch ein bisschen cooler zu machen. Aber sagen Sie mir erstmal, ob jetzt dieser kleine Umbau, wir benutzen den Wert, der in dem Enum steht, nur noch als Modifikator und wir legen fest, wie viele Pixel pro Update unsere Spielfigur sich bewegen soll, indem wir das hier multiplizieren und dann auf die x-Koordinate anrechnen, ob das auch noch für Sie Sinn ergibt. Also nochmal, das ist nicht optimal.
wir sind jetzt gerade wieder auf diesem Level, wo wir unser ganzes Spiel, und bei Spielen ist das sogar noch wichtiger als bei den Animationen, die wir vorher gemacht haben, in Abhängigkeit der Anzahl dieser Update- oder Draw-Aufrufe steuern. Das ist nicht so cool, weil auf Ihrem Rechner passiert das vielleicht schneller oder weniger schnell als bei mir. Deshalb sollte man das tatsächlich nicht so machen, aber es funktioniert erstmal. Das Erkennen der Pfeiltasten, das passiert auf der Ebene von der Graphics-App. Hier in unserer Klasse, die Graphics-App oder die von der Graphics-App erbt. Und da überschreiben wir die beiden Methoden. Die existieren schon, die werden immer aufgerufen, wenn die Taste runtergedrückt wird oder wenn sie losgelassen wird. Und wir fangen diese Events jetzt ab, indem wir eine eigene Implementierung für diese beiden Methoden anbieten und sagen, was soll denn passieren, wenn eine Taste runtergedrückt wird, oder was soll denn passieren, wenn sie wieder losgelassen wird. Also Methoden existieren in jeder Graphics-App. Das wird im Hintergrund eh schon gemacht. Wir sorgen ab jetzt, ab heute dafür, dass wir selber damit auch umgehen können, darauf reagieren können, indem wir die Methoden überschreiben. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine Sache schnell. Und dann hören wir für heute auf. Ich würde gerne dafür sorgen, dass diese Geschwindigkeit hier, sagen wir mal, wenn es mehrere Klassen namens Catcher Game gibt, ich weiß nicht, ob sie in Java innerhalb von einem Package eine Klasse mit dem gleichen Namen haben, glaube ich nicht. Also es wird wahrscheinlich zu Problemen kommen, außer wenn die in unterschiedlichen Packages sind. Das funktioniert dann schon. Ja, oder probieren Sie es halt aus. Können Sie ja mal ausprobieren, was passiert, wenn Sie diese Catcher-Game-Klasse nochmal neu kopieren. Ich würde jetzt gerne dafür sorgen, oder ich würde gerne, dass diese Player-Speed-Variable nicht mehr so im luftleeren Raum steht, sondern dass ich tatsächlich eine Geschwindigkeitsgröße habe. Und Sie erinnern sich, oder was heißt, Sie erinnern sich, aber Sie wissen, Geschwindigkeit ist irgendwie eine Veränderung in der Zeit. Eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde heißt, dass ich mich 100 Kilometer pro Stunde bewege. Also nicht nur eine Größe, die die Veränderung angibt, sondern auch eine Zeitkomponente, die angibt, in welchem Intervall diese Geschwindigkeit oder diese Positionsveränderung passiert. Und ich würde gerne haben, dass diese Player Speed Variable die Geschwindigkeit in Pixeln pro Sekunde beinhaltet. Ich möchte gerne, dass meine Spielfigur sich pro Sekunde, wenn die Taste nach links gedrückt ist, zum Beispiel 100 oder 50 oder 10, wie wir es gerade hatten, Pixeln bewegt. Das heißt, ich möchte meine Bewegung der Spielfigur in Abhängigkeit der verstrichenen Zeit in meiner Anwendung umsetzen. Und dazu muss ich hier noch eine Komponente in dieser Rechnung dazu bringen. Und das ist diese Delta Time. Ich muss irgendwie wissen, wenn ich meine Draw-Methode habe hier in meiner Graphics-App, wie viel Zeit ist zwischen den beiden Aufrufen des letztens und der vorherigen, der aktuellen Draw-Methode verstrichen. Das ist meine Delta Time. Wie viele Millisekunden, also wie viele Teile einer Sekunde, sind verstrichen, seitdem ich die Methode das letzte Mal aufgerufen habe. Und wenn ich diese Information habe, also wenn ich zum Beispiel weiß, zwischen diesen Aufrufen sind 16 Millisekunden vergangen, dann kann ich mir überlegen, wenn sich meine Spielfigur pro Sekunde 10 Pixel bewegen soll, wie weit müsste sie sich dann bewegen, wenn jetzt nicht eine ganze Sekunde, sondern nur 16 Millisekunden verstrichen sind. Mit dieser Data-Information, wie viel Zeit ist zwischen zwei Aufrufen meiner Draw-Methode verstrichen, kann ich genau das machen. Ich kann dann wieder die Geschwindigkeit, die Spielgeschwindigkeit oder die Simulationsgeschwindigkeit, wenn Sie so möchten, abhängig machen von einer tatsächlichen zeitlichen Komponente und eben nicht davon, wie schnell Ihr Rechner
tatsächlich in der Lage ist, diese Draw-Methode aufzurufen. Sie erinnern sich, wir peilen ja in dieser Graphics-App immer so 60 Frames per Second ein. Es funktioniert meistens auch, wenn Sie ganz viele Objekte haben, kann das vielleicht ein bisschen langsamer werden. Aber weil diese Geschwindigkeit so variabel sein kann, vielleicht ist die Frame-Time, also die Zeit zwischen zwei Draws, bei Ihnen tatsächlich 16 Millisekunden, das sind diese 16 FPS, aber vielleicht sind die auch 32, was auch immer. Damit wir trotzdem eine gleiche Geschwindigkeit überall haben, können wir diesen Geschwindigkeitsunterschied oder diese gemessene Zeit zwischen zwei Aufrufen benutzen, um dieses Updaten unserer Elemente eben an dieser Data-Time auszurichten. Und ich habe in der aktuellen Version der Graphics-App, die ist in dem Starter-Paket schon drin, in den anderen Starter-Paketen noch nicht, habe ich Ihnen eine Methode geschrieben, mit der Sie genau das herausfinden. Wenn Sie in dem Starter-Paket, in dem wir uns jetzt gerade bewegen und wahrscheinlich ab nächster Woche in allen, die wir so veröffentlichen, diese Methode hier aufrufen, getCurrentDeltaTime, dann kriegen Sie einen Double-Wert zurück und der sagt Ihnen, wie viele Millisekunden seit dem letzten Aufruf dieser Draw-Methode verstrichen sind. Und diesen Wert, den gebe ich jetzt an meinen Spieler, an meine Spielfigur weiter. Das heißt, die Update-Methode, die kriegt einen neuen Parameter, Delta. Und jetzt überlege ich mir, wie viel Pixel muss ich mich jetzt genau bewegen, indem ich nicht mehr die komplette Bewegungsdistanz für eine ganze Sekunde benutze, sondern diesen Wert teile durch den Delta-Wert. Wenn ich 1000 Millisekunden gebraucht habe, wenn ich eine ganze Sekunde gebraucht habe, um von einer Draw-Methode, von einem Aufruf zur nächsten zu kommen, dann würde an der Stelle wahrscheinlich 1 stehen oder so. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die Werte tatsächlich stimmen, muss ich gleich nochmal überlegen. Aber wenn da tatsächlich eine ganze Sekunde verstrichen worden wäre, dann würden wir die komplette Distanz 10 Pixel pro Sekunde verwenden, um unser Objekt neu zu positionieren. Wenn ich schneller in die nächste Draw-Methode komme, also wenn ich nicht eine komplette Sekunde Wenn nicht eine komplette Sekunde verstrichen ist zwischen den beiden Draw-Aufrufen, dann bewege ich mich nur anteilig. Wenn eine halbe Sekunde verstrichen ist, dann würde ich mich 5 Pixel bewegen. Wenn eine Zehntelsekunde verstrichen ist, würde ich eine Sekunde nehmen. Und damit kann ich jetzt die Geschwindigkeit meiner Spielfigur in Abhängigkeit zu der tatsächlich verstrichenen Zeit und nicht mehr in Abhängigkeit zu der Anzahl der Frames, mit denen meine Graphics-App gerendert wird, bringen. Ich mache jetzt hier mal eine etwas höhere Geschwindigkeit, damit man das nochmal sieht. Unterschied. Jetzt bewegt sich meine Spielfigur. Ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie unterschiedliche Frames oder sowas, unterschiedliche FPS simulieren, aber meine Spielfigur sollte sich jetzt, auch wenn das mit der Delta-Time, wenn ich es mir gerade nochmal angeschaut habe, jetzt nicht so hundertprozentig stimmt. Ich glaube, ich habe da noch einen kleinen Fehler in der Berechnung, aber wir berücksichtigen das jetzt. Wir haben jetzt so einen zusätzlichen Faktor für die Bewegung. Wir haben nicht mehr nur, in welche Richtung bewege ich mich und mit welcher Menge an Pixeln bewege ich mich in diese Richtung, sondern wir haben jetzt auch noch, wie viel Zeit ist verstrichen. Und wenn ich hier eine Geschwindigkeit pro Sekunde habe, nutze ich die nicht komplett aus, wenn ich zwischen zwei Aufrufen nicht eine komplette Sekunde verstrichen habe, sondern ich benutze diese anteilige Geschwindigkeit. Mir ist gerade selber schon so spät nicht mehr sicher, ob das die richtige Art und Weise ist, das zu berechnen. 100 durch. Ja, ich glaube nicht so hundertprozentig, aber ich schaue mir das nochmal an und dann schreibe ich Ihnen nochmal in den Discord, was mir tatsächlich einfällt. Ist jetzt ein bisschen aus dem Stegreif. Aber mit diesem aus dem Stegreif noch eingebrachten Hinweis zur Delta-Time und zur FPS-unabhängigen Simulation von unseren Anwendungen
würde ich das Ganze auch für heute mal beschließen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gesehen, was die Positionierung, die Bewegung von Objekten in Abhängigkeit von Eingabe-Events betrifft. Sie haben vielleicht noch mal ein bisschen was Zusätzliches gelernt zu Enums und jetzt am Ende zu dieser Delta-Time. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Und wenn Sie möchten, dann sehen wir uns natürlich gerne wieder in der nächsten Woche. Und ja, ich denke, ich hätte es natürlich vergessen, aber danke, dass Sie mich nochmal daran erinnert haben. Ich passe jetzt den Link an in Grips, damit Sie sich das Beispiel von der letzten Woche anschauen können. Können Sie nochmal zeigen, wo OnKeyPressed aufgerufen wird? Zeige ich Ihnen gerne. In der Graphics-App hier unten. Ich habe diese beiden Methoden überschrieben. Die habe ich mit meiner Variante von den entsprechenden Methodenrumpf überschrieben, sodass ich darauf reagieren kann. Und in diesen beiden Methoden kriege ich als Parameter immer mit, welche Taste tatsächlich gedrückt wird, beziehungsweise das Ereignis, das durch diesen Tastendruck ausgelöst wird. Und damit steuere ich dann meine Spielfigur, indem ich mir anschaue, welche Taste wurde tatsächlich gedrückt. Und dann löse ich das Verhalten aus, was meine Spielfigur an den Tag legen soll, wenn sie sich nach links oder nach rechts bewegen soll. Okay? Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt ganz schnell raus, damit ich nicht vergesse, in Grips den Link anzupassen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wie schon gesagt, gerne sehen wir uns in der nächsten Woche dann wieder. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.